Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer Genievolk und heute stelle ich euch mein Starter-Team vor. Ihr habt auf dem Thumbnail gesehen, zwei, drei Spieler. Ja, drei Spieler habt ihr gesehen. Und heute gehen wir auf das ganze Team ein und wir fangen an mit dem Torwart. Und zwar mit dem Torwart, da ist, steht ein Russe, ja, ein Russe. Und zwar bei der WM hat er mega, mega geil gespielt. Und zwar, das ist Akinfeev. Akinfeev im Tor bei uns. Jungs, ich sag euch nur eins, irgendwie hat das mit dem Linken da nicht funktioniert. Die Spieler kommen alle auf Full Cam, könnt ihr nachgucken. Ich muss es nur ein bisschen anders designen, keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Aber irgendwie ging es nicht und ich baue das mal ein bisschen anders zusammen. Und alle Spieler kommen auf Full Cam und weiter geht's. Fangen wir an mit den Außenverteidigern. Mario Fernandes haben wir. Geile Werte, 82 Pace, 81 Defense, 79 Physis natürlich. Und der Typ ist wirklich unfassbar. Also der war letztes Jahr hatte ein bisschen mehr Pace gehabt, bin ich der Meinung. Ich glaube 85, 86. Der Typ lässt sich auf jeden Fall mega geil spielen. Und Link natürlich perfekt zu dem Innenverteidiger. Dazu kommen wir gleich. Links außen haben wir einmal Guerrero von Dortmund. Und ihr wisst auf jeden Fall, wer jetzt natürlich in der Innenverteidigung kommt. Ne? Aber zu Guerrero nochmal, hat eigentlich solide Werte. Vielleicht wechseln wir den für Rolisso ein, dann würde Witzel natürlich nicht auf Fullcam kommen. Müssen wir mal gucken, wie wir das oh Gott, das will dann genau gestalten. Aber ich fange erstmal so mit meinem Team an. So, in der Innenverteidigung haben wir einmal von Dortmund Akanji. Die Werte mega geil. 80er Pace, 78er Defense, 77er Physis und 70er Dribbling. Jungs, also der Typ ist wirklich krank von den Werten. Der lässt sich auch bei FIFA 19 bei der Demo relativ geil spielen. Der ist relativ groß, mega geile Sprungkraft. Und ich denke mal, mit dem kann man viel, viel anfangen. Ich habe ja auch schon so andere Videos verfolgt und der ist auch oft bei den Starter-Teams bei allen dabei. Könnte sein, dass er ein bisschen teurer wird als alle anderen Spieler. Als 78er, dass er dann hochgeht. Ja, wie Mukulele oder wen gibt es denn da noch? Diallo könnte auch möglich sein, dass die dann die 78er ein bisschen teurer sind. So, rechts brauchen wir natürlich noch einen Link zu Fernandes und zu Akinfeev. Und zwar, das ist einmal Dishinkia Georgi. Früher war er, glaube ich, Kirgise und jetzt ist er Russe, irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mega geile Werte. 82 Tempo, Innenverteidigung ist bei mir mega schnell. 82er Tempo, 77er Defense, ist auch relativ groß. 78er Physis, also was willst du mehr für einen Innenverteidiger? Also der wird auf jeden Fall ein paar Leute aufhalten können. Komm, gehen wir ein bisschen hoch ins Mittelfeld. Ganz, ganz, ganz links. Einer meiner Lieblingsspieler gewesen bei Zenit damals, Axel Witzel. Geile Werte, 71er Pace, 74er Schuss, 77er Pass, 79er Dribbling, 75er Defense und 82er Physis. Eigentlich praktisch so ein Allrounder, kann man sagen. Wirklich ein Allrounder. Ja, Allrounder. So, rechts daneben haben wir einmal den Oscar. Oscar, 82er Oscar, denke ich mal, der wird auch relativ günstig sein. 83er Pace, 76er Schuss, 80er Pass. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, der Oscar. Habe ich auch gerne gespielt in FIFA 17. Ja, FIFA 17 war der. 18 war er nicht, in FIFA 17 war er mega geil. Und rechts daneben haben wir noch einen Brasilianer. Und zwar dann haben wir einmal einen Fernando. Einen Fernando mit sehr guten Werten. Mit einmal 73 Pace, 74 Defense, 74 Physis. Ist auf jeden Fall ein solider Bulle hinten, der ein bisschen abräumen kann. Ihr seht es, wir haben rechts und links haben wir einmal solche Allrounder, die nach vorne und nach hinten agieren können. Und Oscar ist eigentlich für das Offensivspiel zuständig. Dann fangen wir an mit dem linken Spieler, mit dem linken oder dem LS ist es genau, LS. Und zwar ist es einmal Oleg Shatov. Die Werte auch relativ geil, ja, 86er Pace, 72er Schuss, 78er Physis, naja, geht zu 80er Dribbling, 76er Pass, wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr günstig sein, der Spieler. Dann sein Sturmpartner gehört auch zu Zenit. Leider gibt es keinen Artem Chuba, sonst hätte ich Chuba genommen. Aber wir haben jetzt natürlich Alexander Kokorin. Der ist schnell, agil und der Typ hat mir unheimlich gefallen als Totzkarte bei FIFA 18 und als Team of the Tournament, glaube ich. Genau, irgendwie so. Und da rundet
runden die beiden Russen vorne schön auf. Ist ein Perfect Link, Jungs. Beide bei Zenit. Ist auf jeden Fall ein Perfect Link. Mega, mega geil. Und rechts daneben, damals auch eine Zenit-Legende gewesen. Dann ist er natürlich wegen Kohle weggegangen. Ich bin nicht wegen Geld gegangen, Bruder. Doch, bist du. Ist einmal Hulk. Hulk, 81er Hulk. Die Werte, Jungs. Wollen wir nicht sagen, 88er Physis, der Typ hat einen Schuss, Alter, das ist eine halbe Rakete oder eine ganze Rakete, könnt ihr euch ausmalen, ausdenken, wie ihr wollt. Und 80er Pace ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also Pace bei FIFA 19 kommt es auf jeden Fall nicht drauf an. Ihr habt es ja selber in der Demo gesehen, dass da Pace nicht so wichtig ist. Eher so ein bisschen taktisch, ein bisschen spielen hin und her. Aber ich denke mal, Hulk ist auf jeden Fall ein Bulle. Der wird auf jeden Fall alles zerpflücken da vorne. Dann haben wir noch zwei Schnelles. Einmal Kokorin und Schartow. Und ja, das ist mein erstes Starterteam. Vielleicht sind wir so bei 20k, vielleicht 30k. Ich weiß es nicht. Vielleicht sogar auch weniger. Müssen wir mal gucken, wie viele Packs gezogen werden und wie die Spiele auf den Markt geworfen werden. Das war's eigentlich mit meinem Starterteam. Falls ihr noch irgendwie Ideen habt oder Verbesserungsvorschläge oder wenn ihr da draußen noch solche Videos sehen wollt, oh Gottes Willen, dann könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinballern. Ja, das war's von mir. Falls du neu auf dem Kanal bist, kannst du mich gerne kostenlos abonnieren. Und falls ihr euch natürlich noch ein bisschen eindecken wollt für FIFA 19, unten ist ein Videolink bzw. ein Link von MMOGA, könnt ihr mich gerne unterstützen. Da gibt es gerade eine 100er Karte oder wenn ihr für 100 Euro einkauft, für 99 Euro. Für die FIFA Points meine ich, Entschuldigung, für 12.000 FIFA Points könnt ihr statt 100 Euro zahlt ihr 91,99 oder 8 Euro gespart, 8%, Bruder. Falls du Bock hast, kannst du gerne da mich supporten. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.